So, heute erfährst du die Top-Learnings aus der Zusammenarbeit mit über 600 Partnern im Bereich des Marketings. Viel Spaß dabei und bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute mit unserer Videoreihe weitermachen: Top-Learnings aus der Zusammenarbeit mit über 600 Partnern. Und heute geht es um Marketing, passenderweise. Wir machen ja sehr, sehr viel, beziehungsweise den Großteil wahrscheinlich in der Partnerschaft mit unseren Partnern im Bereich des Marketings. Und heute wollen wir dir einfach mal mitgeben, was da so die Top-Learnings sind, die du gerne für dich mitnehmen kannst. Und die erste Sache, die man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man bei dem ganzen Thema Marketing, vor allem in den sozialen Medien, geduldig sein muss. Ja, nicht jetzt irgendwie nicht auf die Zahlen achten, sondern man sollte einfach ein bisschen geduldig sein, weil gewisse Dinge da manchmal Zeit brauchen. So, wenn du jetzt eine Kampagne hast mit von mir aus 20 Euro Tagesbudget, du lässt das Ganze 2 Wochen laufen, dann hast du natürlich ein bisschen Geld ausgegeben. Aber du kannst jetzt noch nicht viel darüber sagen, ob diese Kampagne gut oder schlecht ist. Du siehst natürlich, hat sich jetzt eine Anfrage eingetragen, habe ich da Resonanz drauf erhalten. Aber das Beispiel, was mein Kollege gerade im Vorfeld schon mal gebracht hat, also vor dem Video, ist, wenn du jetzt im Dezember eine Werbekampagne startest, so manchmal geht das ja nicht anders, dann macht man das halt und die läuft vielleicht über die Feiertage jetzt nicht besonders gut, dann heißt es das nicht, dass diese Werbekampagne schlecht ist. Du hast das einfach nur, dass man vielleicht einen schlechten Zeitraum erwischt hat. Oder wenn du jetzt mal deine Werbekampagne startest und zum Beispiel das Ganze kurz danach mit der Pandemie irgendwie in Konflikt gekommen ist, die Leute sind alle sehr unsicher geworden, heißt es auch nicht, dass diese Kampagne schlecht ist. Also unterm Strich steht, wenn du was machst, wenn du auch Änderungen vielleicht in deiner Kampagne vornimmst oder an deinem Werbeauftritt, gib dem Ganzen gerne ein bisschen Zeit. Also bei uns ist es so, wir betreuen ja sehr viele Partner, die vorher noch nie was im Bereich Facebook gemacht haben. Und da ist es einfach so, die Zielgruppe muss sich ja erstmal an dich gewöhnen. Die müssen erstmal die Logos wiedererkennen, die müssen erstmal vielleicht die Gesichter wiedererkennen, die müssen vielleicht erstmal Interesse für dich in dein Unternehmen bekommen. Und da ist es einfach so, gib dem Ganzen Zeit. Wir haben das schon sehr, sehr häufig gesehen, dass eine Kampagne wirklich vielleicht über einen Monat nicht so gut läuft. Und wir haben immer gesagt, Geduld, Geduld, Geduld. Und dann ging es irgendwann richtig ab. So, weil wir halt einfach die Erfahrungswerte dort gesammelt haben. Also, ich kann es nur nochmal sagen, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, hab Geduld bei deinen Werbekampagnen, erwarte nicht zu schnell zu viel und dann wirst du aber nach hinten raus auf jeden Fall dafür belohnt. Ja, ein wichtiger Punkt oder woraus wir auch viele Learnings gewonnen haben, ist das Thema eine Aktion vermarkten nach außen. Generell muss man meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch ein bisschen offener sein für eine Aktion. Was ist überhaupt eine Aktion? Es geht halt darum, dass du zu deiner Dienstleistung einen Rabatt oder eine Zusatzdienstleistung oder etwas on top noch dazu gibst, ja. Was wir halt immer wieder gemerkt haben, ist, was viele kommen auf uns zu und sagen, ja, eine Aktion macht mich billiger. Ich schaue nach außen vielleicht etwas billig aus und nur die Billigmarken machen Aktionen. Und dabei muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich so? Und mittlerweile können wir sagen, nein, ja, du kannst auch im hochpreisigen Segment Aktionen betreiben, wo du am Ende wirklich im hohen fünfstelligen Bereich eine Küche, ein Terrassendach etc. verkaufen kannst. Wir haben das immer wieder als, ja, ich sag mal, als Herausforderung mit unseren Kunden, wenn mal eine Kampagne, genau um an dein Thema einzuhaken, zum Beispiel im Dezember, ja, wenn sie in Stottern kommt, dass man da vielleicht einfach dem Kunden etwas mehr geben muss, also eine Aktion betreiben muss, damit mehr Anfragen reinkommen. So, das ist erstmal soweit. Was natürlich auch wichtig ist, erstmal eine Aktion mit dem Mindset sehen, dass es nicht generell was Billiges ist, ja. Wenn wir jetzt uns normalerweise den Oktober, November, Dezember anschauen, dann gibt es fast kein Unternehmen, das keine Aktion betreibt. Der Markt ist einfach darauf spezialisiert oder es hat sich so ergeben, dass das meiste Werbebudget im Oktober, November und Dezember ausgegeben wird. So, und jetzt ist es so, dass die Big Player auf einmal, ich will nicht übertreiben, aber wirklich Hunderttausende mehr Euros in Werbung investieren. Also das ist ja mit deine Konkurrenz. Und jetzt geht es halt darum, wie halte ich da überhaupt mit? Ja, du musst ja überhaupt gesehen werden. Und vielleicht ist es auch in dem Moment so, dass du nicht deinen maximalen Gewinn mit dieser einen Küche, also durch die Aktion erwirtschaftest. Aber du kannst wenigstens Gewinne erzielen und vernünftig, ja. Und du kannst dich von der Konkurrenz abheben. Genau, so viel zu dem Thema Aktion. Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ich kann vielleicht noch eine Sache ergänzen und zwar, was halt viele mit einer Aktion immer in Verbindung bringen, sind 30, 40, 50% Rabatt oder sowas. Das ist gar nicht notwendig. Also wir haben für uns festgestellt, eine Aktion funktioniert dann gut, wenn sie für den Endverbraucher logisch nachvollziehbar ist. Ja. So, und das kann man auch wunderbar ohne Aktion oder ohne Prozente schaffen. Wenn du wissen willst, wie das für dich funktioniert, dann melde dich gerne mal bei uns.
Kommen wir aber erstmal zum letzten Thema, was ich auf jeden Fall dir noch im Bereich Marketing mitgeben möchte. Und zwar geht es darum, dass du heutzutage Qualität deiner Anfrage und die Anzahl der Anfragen ins Verhältnis setzen musst. Wir führen solche Gespräche, beziehungsweise ich führe solche Gespräche relativ häufig, wo es dann darum geht, hey, wir haben jetzt hier einen hohen Leadpreis, wir haben zu wenig Anfragen für unser Budget bekommen. Ja, so, dann heißt es erstmal, okay, was sind denn zu wenig? Oder letzten Endes, was für eine Qualität habt ihr denn damit? Also ich habe dann gefragt, okay, wie ist die Qualität? Ja, wir verkaufen jedes dritte. Also am Ende des Tages geht es ja wirklich erstmal nur darum, was gebe ich hier an Geld aus, was nehme ich ein? Und manche Leute, oder oftmals ist halt so, dass du noch so ein Gefühl dafür hast, okay, meine Anfrage darf jetzt hier nicht mehr als 10 Euro kosten oder als 15 Euro kosten, weil für das Geld hast du sie halt mal vielleicht bei einem Lead-Portal irgendwo eingekauft oder sowas. Aber unterm Strich steht ja erstmal nur, dass du gucken musst, okay, wie ist meine Qualität und ist die irgendwie diesem Preis gerechtfertigt oder ist sie dem Umsatz, den ich daraus mache, gerechtfertigt? Und das will ich dir auf jeden Fall mitgeben, dass du das beachtest, wenn du vielleicht deine eigenen Kampagne bewertest oder wenn du generell Kampagnen bewertest. Wie ist die Qualität? Wie ist die Anzahl? Kann ich damit genügend Umsatz machen oder habe ich damit den Erfolg in der Mitarbeitergewinnung, dass das meinen Werbeeinsatz irgendwie rechtfertigt? Und dann kann ich damit auch weitermachen. Wenn nicht, muss man natürlich optimieren. Aber nur die Qualität oder nur die Anzahl der Anfragen jetzt eben dafür zu Rate zu ziehen, ist halt einfach nicht richtig und sorgt dafür, dass du dich in eine falsche Richtung entwickelst, wenn es jetzt um deine Kampagne geht. Punkt, den ich vielleicht noch ergänze, um alle drei Themen vielleicht zu verbinden. Wir haben ein Beispiel aus der Küchenbranche gehabt, wo wir eine Aktion geschaltet haben und der Kunde erst nach 2 Monaten die Abschlüsse aus der Aktion gezogen hat. Das heißt, er hatte keine Geduld mit der Aktion und er hatte das Gefühl, aus der Aktion entsteht nichts. Und nachdem wir 2 Monate später die Auswertung gemacht haben, haben wir gemerkt, hey, deine ganzen Käufe oder Verkäufe, die kamen aus der Aktion. Also es hat sich einfach ein bisschen gezögert. Und letztendlich hat sich daraus ergeben, dass die Aktion sehr, sehr erfolgreich war. Ja. Nur in seiner Wahrnehmung war sie nicht gut. Und das sind halt, ja, es ist immer irgendwie, dass das Ganze miteinander sich verbindet. Ne? Ja. Aber wie gesagt, fürs Marketing-Thema gibt es ja Profis wie die A&M. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie das Ganze für dich aussieht, wenn dich wirklich mal interessiert, okay, wie könnte jetzt ein Marketingkonzept für mein Küchenstudio, für meinen Terrassendachhandel aussehen, dann komm einfach auf uns zu. Buch dir ein kostenfreies Erstgespräch, da können wir über alles sprechen. Ansonsten informiere dich hier gerne auf diesem YouTube-Kanal. Abonniere den auf jeden Fall, dann verpasst du nichts mehr. Aktiviere die Glocke, dann kriegst du eine Nachricht, sobald wir was Neues hochladen. Und ansonsten schau dir die nächsten Videos an. Bis dahin, ciao.